Oh. Und hier liegt dann tatsächlich noch so ein bisschen Getreide auf dem Boden. So Freunde, und damit begrüße ich euch jetzt recht herzlich zum zweiten Teil unserer letzten Tour. Vor zwei Wochen hatte ich euch ja schon erzählt, dass wir noch so einen alten Speicher oder Silo gefunden haben und den schauen wir uns jetzt an. Los geht's! So, was hast du denn hier Schönes gefunden? Wahrscheinlich ein Lageplan des Objekts oder so. Aber genau weiß ich es auch nicht. Ja, da guck mal zum Silo. Vielleicht die Silos, ne? Das ist ein, ja. Das sind die Förderbänder hier oben, das sind die Rollen. Das könnte sein. Interessant, ne? Wo geht's denn hier nach oben? Das weiß ich auch nicht. Ich suche auch gerade schon bereits. Das Ding ist ja riesig. Ja, so. Jetzt auf die Fahrstühle. Da, lass uns doch da die Treppe nehmen. Da kommen wir hoch. Ja, falsch schon gerade gewesen. Wir laufen hier wie die Dussels rum. Ich hoffe, man kann das jetzt so ein bisschen erkennen. Das sind gut, ich schätze mal, 12 Stockwerke. Junge, Junge, da haben wir was vor uns, ne? Ja. Oh. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Das ist ja geil. Das ist ja wirklich geil. Die alte Schaltzentrale. Die dürfte das, glaube ich, sein. Ja, doch, das ist sie. Ja, und da ist das Rätsels Lösung. Das war also ein Silo gewesen. Und wie gesagt, von außen sieht das ganze Ding so ein bisschen aus wie ein Hochbunker. So ein Betonklotz. Und tatsächlich noch wirklich gut erhalten und sehr interessant. Also da haben wir durch Zufall mal wieder eine coole Location gefunden. Da liegt der Helm, den wir nicht aufhaben. Das ist schon ganz schön gefährlich, ne Mike? Wenn dir jetzt wieder so auf den Kopf fällt. Mike, guck mal hier. Das wird ja immer besser hier. Also ohne die jetzt aufzumachen, die sind alt, glaube ich. So, was haben wir denn hier Schönes? Hast du schon irgendwas mit Datum gefunden? Kraftfuttermischwerk. Das war hier bestimmt so ein kleiner Raum für den Hausmeister. Da hat er sein Werkzeug gehabt. Hier war der Schreibtisch. So ähnlich sieht das auch bei unserem Betrieb aus. Da hat der Hausmeister auch so einen kleinen Raum. Damit sind wir jetzt im dritten Stockwerk angelangt. Aber ich glaube, das ähnelt jetzt alles so ein bisschen. Ja, hier ist nicht so viel zu sehen. Ja, schon interessant hier, ne? Aha. Es ist, wie ich es vermutet hatte.
Die ganzen Etagen sehen jetzt fast alle gleich aus. Deshalb kommen wir hier auch gut voran. Man konnte eben durch so ein kleines Fenster sehen, dass dieses Gebäude an ein weiteres angrenzt. Das scheint aber nicht zu verlassen zu sein. Aber es erklärt, warum das hier noch so gut aussieht. Nächste Etage. Ja, und ihr seht auch hier dasselbe. Ganz interessant, VEB Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin, DDR, ne? Also es deutet alles darauf hin, als wenn das hier wirklich so ein DDR-Bau ist. Hier dasselbe, VEB Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin, DDR. Und hier liegt dann tatsächlich noch so ein bisschen Getreide auf dem Boden. Das ist schon spannend jetzt hier. Bei den meisten Industriegeländen ist es meist so, dass sie komplett entkernt und zerrockt worden sind. Aber hier ist wirklich allerhand vorhanden. Hier wurde wenig besprüht, eigentlich fast gar nichts. Also ich hatte zwei, drei Graffitis gesehen und sonst ist hier wirklich alles unberührt. Ja, nun haben wir es fast geschafft. Eine Treppe noch und wir sind ganz oben. So, verbessert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich würde fast behaupten, dass diese Anlage hinter mir dazu diente, das Getreide in die unterschiedlichen Silos zu verteilen. Ja, und jetzt sind wir ganz oben. Vielleicht kann man sie sehen, da oben haben sie noch ein paar Tauben eingenistet. Gott sei Dank haben sie mir jetzt nicht auf den Kopf geschissen. Könnte noch passieren, wenn wir hier wieder runterrennen. Und jetzt bin ich einfach gespannt, was uns hier erwartet. Mike sagt, hier ist noch was ganz Interessantes drin. Oh ja. Das ist zum einen der Aufzug für den Fahrstuhl. Hier noch die ganzen Sicherungen drin. Oh Mike, hast du es gesehen? Ja. Das uralte Telefon. Ich rufe dich mal kurz an. Ich hoffe, sie kacken mir jetzt nicht auf den Kopf. Ich hoffe, man kann sie erkennen. Haben jetzt so ein paar Tauben eingenistet. Also pass auf, dass die hier die Tauben nicht auf den Kopf scheißen. Ja, auf jeden Fall, also da haben wir wirklich Glückstreffer gelandet. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer kleinen Tour angekommen. Wie ihr gesehen habt, ein richtig cooler Zufallsfund. Und ja, am Anfang dachten wir, das ist so eine Art Hochbunker, weil ihr habt ja gerade gesehen, ist ja schon ein gigantischer Klotz, den man da gebaut hat. War es im Endeffekt dann aber doch nicht. Und ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und wenn ja, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.